Liebe neueste Jäger, Grenadiere, liebe neueste Schützen und Bürger, ich darf euch recht herzlich zur neuen Folge von Jetzt spricht der Major begrüßen. Wir befinden uns hier an der Stelle, wo vor fast 30 Jahren Jakob Mattheisen aus dem Neusser Grenadierkorps den Vogel von der Stange geholt hat und Schützenkönig der Stadt Neuss wurde. Vor kurzem haben wir die traurige Info bekommen, dass er verstorben ist. Rekeln, die rheinische frohe Natur, sein Wesen waren ganz große Merkmale, die er uns Neussern immer wieder gezeigt hat. Wir möchten mit dem folgenden Spot, der nicht in jeder Form ernst gemeint ist, euch gerne ein wenig die rheinische Frohnatur näher bringen und widmen diesen Film Jakob Mattheisen. Hallo liebe Jäger, liebe Neusser Schützen und Neusser Bürger. Wir befinden uns hier am Eingang zu der Festwiese auf dem heiligen Boden, wo eigentlich Ende August immer ein großes Festzelt steht und wir Neusser Schützen unser Schützenfest feiern. Dieses Jahr ist alles anders. Es gibt kein Zelt, es gibt keine Schützen hier unten und so haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder geschaut, was denn hier so alles passiert und mussten voller Erstaunen feststellen, dass sich die Natur ihren Lebensraum auch hier wieder zurückgeholt hat. Und diese spannenden Eindrücke der letzten Wochen möchten wir euch gerne einmal zeigen. Folgt uns doch auf die spannende Reise durch die Neusser Natur. Wir befinden uns hier auf dem Platz, wo hier das eigentliche Festzelt steht. Leider ist alles leer. Aber ich habe Tipps bekommen, hier soll doch irgendwie irgendwas stattfinden. Spuren. Ich meine, ich rieche was. Das muss doch von einem Zeltbauer sein. Wir suchen mal weiter, vielleicht finden wir was. Es riecht ein bisschen nach... Die Ernte ist vorüber. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Da hinten mal hinschaut. Dort ganz. Da scheint doch etwas zu sein. Das sieht mir aus nach einer Gruppe von Grenadieren. Wir gucken uns das Ganze mal näher an. Kommt da mal mit. Komm. Wir müssen besonders leise sein. Sind Grenadiere doch zu dieser Jahreszeit eher eine scheue Art, trauen sich nicht wirklich an die Öffentlichkeit, sind zurückgezogen. Wir gucken mal. Ja, das ist gut, wir gegen den Wind. Das heißt, sie können uns nicht riechen. Sehen können Grenadiere ja sowieso recht schlecht. Aber einen Geruchssinn haben sie doch sehr stark ausgeprägt. Das hat wohl sicherlich auch was mit ihrer Futtersuche zu tun, die sie doch gerne an Backfischbuden und
Rollmops-Alleen stillen. Ja, wir haben hier ein paar seltene Exemplare des gemeinen Grenadiers, des gemeinen Neusser Grenadiers gefunden. Wir versuchen noch näher an diese Gruppe ranzukommen. Für mich stellen sich ja immer Fragen, was macht ein Grenadier so das ganze Jahr? Wie entstehen Grenadiere? Und da haben wir als Neusser Jäger natürlich auch einen Auftrag. Wir sind dennoch für die Hege und Pflege des Neusser Brauchtums und natürlich auch für unsere Freunde, den rheinischen Grenadier, verantwortlich. Ja, liebe Neusser, wir haben uns jetzt langsam den Grenadieren angenähert und haben ein Pärchen gefunden, welches sich sichtlich in Erregung befindet. Es scheint eine Paarung hier gleich stattzufinden. Der Grundstein einer neuen Generation von Grenadieren. Wir sehen hier ein männliches Tier bei seinem Imponiergehabe, der ein Weibchen imponieren möchte. Man erkennt ganz klar, dass er sich anstrengen muss, aber ein Interesse ist schon zu sehen und schaut es euch doch mal selber an. Vielleicht gehst du noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Aber vorsichtig, immer schön runter. Ihr seht, das Männchen nähert sich dem Grenadier an. Bleib schön zurück, sonst die sichtliche Erregung des Grenadiers ist... Oh. Oh. Bleib stehen, geh nicht näher ran, sonst stören wir sie. Oh, jetzt bietet sie sich ihm an. Oh, jetzt bietet sie sich ihm an. Liebe Jäger, liebe Neusser, die Paarungszeit der Grenadiere, meist so im April, Mai herum, liegt nun einige Wochen hinter uns. Der Nestbau hat begonnen und die Grenadiere haben wohl auch schon Eier gelegt. Wir haben das Nest gefunden und nähern uns jetzt vorsichtig einmal dem Nest an. Das Weibchen ist noch auf dem Nest, meist sehr scheu. Wir gehen mal ein bisschen näher. Wir müssen nur ein wenig aufpassen auf das männliche Tier, welches schon mal sehr aggressiv werden kann. Aber wir haben ja etwas dabei, falls es ja dramatisch wird, um uns zu beschützen. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter näher. Wir versuchen jetzt mal ein wenig Krach zu machen, um das Weibchen vom Nest zu verscheuchen. Psch, psch, psch. Komm, ey, zack, zack, zack. Vielleicht geht's mal weg, damit wir auch mal einen Blick auf die Eier werfen können. Ihr seht hier ein typisches Gelege der Grenadiere. Ein Ballen eingerahmt von Bierbänken und tatsächlich hier scheint ein neuer Grenadierzug zu entstehen. Wir haben hier, schau dir das mal an, ein kleines Gelege von Eiern und Wahnsinn, was für eine... Oh, wir müssen aufpassen, komm, schnell zurück! Komm, lauf! Bleib gut zurück. Das habe ich jetzt leider nicht gedacht. Auch wenn das Weibchen ein wenig scheuer ist und auch das Nest schnell verlässt, aber das männliche Tier ist doch sehr aggressiv und hat uns, ich bin auch richtig aus Atem, jetzt gerade aus dem Nest wieder verscheucht. Aber ihr habt kurz einen Blick auf das Gelege werfen können. Höchst interessant und wir sind mal gespannt, wie viel denn von diesen Eiern letztendlich auch zum Schlüpfen kommen und ob da auch eine neue Generation von Grenadieren kommt. Ja, liebe Neusser, wir befinden uns jetzt im Juli. Es sind wieder ein paar Wochen vergangen. Das erste Küken ist sichtlich geschlüpft. Man sieht im Hintergrund die Scholzeneltern.
beim Füttern. Es waren ein paar mehr Eier, vielleicht entstehen noch ein, zwei Küken. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass auch ein, zwei Eier nicht richtig befruchtet werden. Aber wir schauen mal weiter. Wir haben hier am Nest vor einiger Zeit eine feste Kamera installiert, damit wir sie nicht immer stören, aber sie weiterhin auch beobachten können. Ja, liebe Neusser, wir haben jetzt Anfang August. Die Grenadierfamilie ist sichtlich angewachsen. Wir sehen sie hier bei den ersten Erkundungen ihrer Umgebung. Das erste Mal gehen die Jungtiere weiter weg vom Nest und entdecken sichtlich gespannt ihre neue Welt. Die ersten Stehversuche. Die Mutter sichtlich stolz, wie sie ihre Jungen lobt. Liebe Neusser, wir befinden uns jetzt im Zeitraum Mitte August. In den letzten Wochen habe ich das Vertrauen der Grenadierfamilie immer mehr gewinnen können. Durch Anfütterung von mehreren Kästen Bier kann ich mich jetzt immer näher auch der Familie annähern und wir haben heute eine besondere Sache, die wir beobachtet haben, und zwar das Männchen, welches die Formaldienstausbildung an seiner Familie vornimmt. Und schaut es euch einfach mal an, wir beobachten das einfach mal ein wenig. Grenadiere, angetreten! Oh Mensch, bild doch mal eine Reihe! Verdammt nochmal, so, ein bisschen nach vorne, so, gehen rein. Danke, du genießt mal rum. Meine Herren. So. Ja, das so, ist kein Spaß. Das ist kein Spaß hier. Brille aus. Hier weg. Oh ja. So. Das ist das Problem. Ja. Ja. Schuhe, naja, hätten auch geputzt sein können, ne? Über die Schuhe will ich erst gar nicht reden. Verdammt noch mal. So eine Schweinerei. Da kannst du ja. Also das ist eine harte Mama, Schule. Also hier auf dem Markt, ja, das Bild am Schützenfest. Darzubieten. So, jetzt wollen wir mal eine kleine Marge machen. Das Gewehr, über! Ja, ja, nun komm, komm, komm! Über die linke Schulter, bitte. Dankeschön. So. Im Gleichschritt. Marsch! Links, links, links. Rechts, links. Oh, 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 oh. Rechts. Also die ersten Marschierversuche, die sind noch sehr. Noch sehr hapig. Oh, 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 oh. Naja, es sind noch wenige Wochen bis Schützenfest. Bis dahin sollte das wohl irgendwie klappen. Ja, liebe Neusser, wir haben hier die Familie bei den ersten Schießübungen. Wir können schön beobachten, wie der erste Ansatz an den Schießstand vorgenommen wird. Auch hier die Glucke, die immer wieder um die Gesundheit ihrer Jungen besorgt ist. Und ja, da passt noch nicht alles. Also man sieht, die haben noch keine Erfahrung. Die Alttiere versuchen den richtigen Anschlag. Das sieht man schön. Gib mir mal das Gewehr. Mit blödem Schlag kannst du nicht schießen. Hey, das ist richtig. Ja.
Jetzt haben beide das richtige Gewehr, klassisches Großkaliber. Man sieht, wie das Alttier Kimme und Korn erklärt. In den letzten Wochen habe ich das Vertrauen der Grenadierfamilie gewinnen können, konnte immer wieder sie auch begleiten und kultivieren. Und wir sind jetzt kurz vor dem eigentlichen Neusser Schützenfest. Und ich freue mich, doch auch in die Gruppe aufgenommen worden zu sein. Kirmes, Kirmes, du des Neussers Freud und los. Freud und Lust. Ein Fischstäbchen? Ja. Gerne. Ja, liebe Neusser, ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuschauen und hoffe, liebe Grenadiere, dass ihr die ein oder andere Szene der letzten Minuten nicht ganz so ernst nehmt. Ich wünsche allen Neusser Schützen ein schönes Schützenfestwochenende, an dem erstmalig seit langen Jahren kein Schützenfest stattfindet. Aber wir sind uns ja alle im Klaren, dass im kleinen Kreise sicherlich das ein oder andere Bier getrunken wird. Und so bedanke ich mich bei meinen Jägern im falschen Rock und wünsche euch mit einem kräftigen Horri! Do! Horri! Do! Horri! Do! Alles Gute!